Hallo und herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung. Wir gucken uns heute den Häcksler an. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, okay, den Häcksler, den habe ich ja schon letztes Mal gezeigt, aber ich hatte das falsche Maisgebiss, den falschen Maishäcksler. Und heute habe ich auf Modhoster was Besseres gesehen, nämlich den 900 Orbis von Klaas. Und das ist ein richtiges Monster-Häckselwerk. Und damit wir das in uns mal in Action ansehen können, habe ich mir gedacht, werde ich hier auch mal Mais säen und alles, also schön fertig gemacht. Und dann klappen wir das erstmal aus und da merkt man schon, das ist ein richtig großes Kaliber. Boah, jetzt doch nicht so ein Lied, da habe ich jetzt ja gar keine Lust zu. Also ein richtig ordentliches Gerät. Man sieht auch, dass es voll animiert. Also hier arbeitet wirklich jedes mechanische Gerät so, wie es auch tut. Gut. Dann fahren wir mal das Rohr aus. Und jetzt werde ich erstmal ein bisschen, ohne dass das eingefüllt wird, häckseln, weil ich ganz einfach mal ausprobieren möchte, wie das so im Cockpit-Perspektive aussieht. Und das ist schon verdammt cool. Also, oh, man darf nur Tempomat. Ich mache mal Tempomat 1 rein. Wir wollen uns das jetzt sowieso ja mal ansehen. Und es kommt jetzt weniger auf die Effektivität an. Man sieht also ein richtig schickes Gerät. Ich fahre jetzt auch gleich mal, ich stelle jetzt mal den Helfer ein. Der wartet dann einen Moment und wir holen uns jetzt den Deutsch. Das ist ein Mod da. Der ist etwas cooler als der normale. Wenn ich den Link noch finde, tue ich euch den mal in die Videobeschreibung. Dazu der Fortuna Muldenkipper. Also eigentlich schon ganz ordentliche Sachen. Habe ich mir gedacht, das ist ganz gut. Der Fortuna Kipper ist übrigens eine schöne Sache. Ist ein bisschen klein, jetzt eher was für kleinere Betriebe. Aber gefällt mir durchaus. Ich glaube, man muss mehr daneben fahren bei denen hier, weil der nicht so eine ganz so hohe Ablade-Reichweite hat irgendwie. Scheint es mir so. Und der haut hier richtig was weg, wenn man... Ich finde, das ist sogar schon ein bisschen krass, was da rauskommt. Aber es ist auch ein breites Schneidewerk und ein verdammt cooles. Also, wenn man sich das hier mal anguckt, der haut wirklich richtig was weg. Und dann halt mit einer geilen Animation, was man so im Spiel sonst kaum hat. Und das finde ich verdammt super. Und, oh, bin schon voll. Okay, ja. Aber verdammt geil auf jeden Fall. Das ganze Video habe ich jetzt eigentlich nur gemacht, weil ich das mal nachliefern wollte, dass es hierfür auch ein vernünftiges Schneidewerk gibt. Nicht, dass ihr hier alle denkt, so ein Maispflücker, ich glaube, der ist dann für Körnermais da. So einen braucht ja keiner. Und, deshalb ganz einfach jetzt hier nochmal den, sage ich mal, besseren Mod in der Vorstellung. Und wir können auch gleich sehen hier, der hat wirklich, man kann ja auch einfach den Mais hier, ist natürlich ein bisschen unwirtschaftlich, ich werde ihn jetzt einfach so häckseln, ohne dass Rohr hinten an ist. Ich wollte einfach nur mal zeigen, wie das Ganze so funktioniert. Auf jeden Fall gefällt mir das sehr gut, endlich mal wieder was Animiertes. Ich denke selber darüber nach, wenn ich einen Häcksler im Let's Play kaufe, dann wird es wahrscheinlich so einer hier. Einfach weil voll animiert ist schon cool. Und dadurch, dass das jetzt ein Klar ist und kein Big Krone, hat man einfach ja mal wieder Abwechslung. Das finde ich gut. Und insgesamt ist es auch einfach ein schickes Gerät, muss man sagen. Also ich kann euch das vollstens empfehlen. Wenn ihr einen Häcksler braucht, holt ihr euch den hier. Der gefällt mir echt gut. Dann kann man das Ganze hier natürlich noch zusammenkloppen und so. Die ganzen normalen Sachen halt. So, ihr könnt auch das Big Krone Schneidewerk dran packen, wenn euch das Orbis hier nicht gefällt. Ich packe euch alle Mods, die ich hier benutze, mal in die Videobeschreibung, sofern ich die Links habe. Auf jeden Fall den Häcksler und den Maisgebiss ist es ja nicht, Häckselwerk, glaube ich. So, gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim selber zocken.